Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal als Auswanderer auf den Philippinen, heute wieder aus dem Office. Und im heutigen Video geht es um philippinische Essgewohnheiten. Da ich als Deutscher hier jetzt fast 10 Jahre auf den Philippinen lebe, möchte ich euch helfen, Land und Leute ein bisschen besser zu verstehen. Vergesst nicht zu liken oder zu abonnieren, um eben auch über neue Videos informiert zu werden, wenn ich die hochlade. Wie wir wissen, hat jedes Land seine eigene Kultur und eine Sache, die dich vielleicht schockieren wird, wenn du hier zum ersten Mal in die Philippinen kommst, sind die Essgewohnheiten. Davon gibt es einige, deswegen mache ich in diesem Video nur 2 und in den kommenden Videos werden die anderen eben auch dann hinzugefügt. Das erste, was dir auffallen wird, es gibt hier keine Messer. Messer sind an philippinischen Tischen beim Essen unüblich. Weder in Restaurants noch in den Straßenkarenderias oder auch zu Hause wirst du Messer am Tisch finden. Warum? Naja, es ist einfach die philippinische Tradition. Die Filipinos sind es gewohnt, mit Gabel und Löffel zu essen. Und als Ausländer fragst du dich dann natürlich, wie soll ich jetzt bitte mein Fleisch schneiden? Keine Sorge, philippinisches Fleisch oder auch Huhn ist bereits in kleine Portionen normalerweise zerteilt. Und das Fleisch, das dann serviert wird, ist im Prinzip auch immer zart und weich, kann also mit Gabel und Löffel problemlos auch geteilt werden. Dann weißt du, Reis ist hier auf den Philippinen Leben. Reis wird zu allem serviert, zu allen wichtigen Mahlzeiten und selbst bei McDonald's bestellt sich der typische Filipino den Big Mac mit Reis und nicht mit Pommes. Also, Gabel und Löffel sind hier üblich, damit eben dann auch den Reis zu schöpfen. Wenn du aber ein Messer benutzen willst, dann frag einfach. Du wirst feststellen, überall gibt es ein Messer. Auch im Dschungel in der einfachen Bambushütte wird sich immer ein Messer für dich finden. Und selbst wenn das nur eben das Bolo ist, aber Messer kannst du kriegen. In internationalen Restaurants, da werden auch Tischmesser ausgegeben, aber das sind die gehobenen. In den einfachen gibt es die nicht. Aber vielleicht lernst du ja auch gleich die richtigen philippinischen Essgewohnheiten kennen, nämlich weder Löffel und Gabel, sondern du isst mit deinen Händen. Das ist für uns Westler ungewöhnlich, weil wir vielleicht unseren Burger mit den Händen essen. Aber das letzte Mal, dass wir mit den Händen gegessen haben, war im Babyalter. Hier ist es aber auch üblich, mit den Fingern zu essen, in der Provinz vor allem und bei den einfachen Menschen. Aber du wirst feststellen, das ist dennoch sehr hygienisch, denn überall gibt es immer irgendeine Möglichkeit, sich die Hände vor dem Essen zu waschen. Und für das Essen werden meistens auch Plastiktüten gereicht oder gar Plastikhandschuhe, damit es dann eben ja hygienischer ist und deine Finger nicht so dreckig werden. Und du kannst einfach sagen, mit den Fingern zu essen ist eigentlich die älteste Methode, die wir Menschen haben. Also gewöhn dich einfach wieder dran. Das war's für dieses Video auch schon. In den nächsten Wochen gibt es mehr Infos aus den Philippinen. Vergiss also nicht, hier das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Dann wirst du in Zukunft auch informiert über neue Upload. Und dann sage ich heute Babosch, das heißt Bye Bye oder Tschüss auf Cebuano.